Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Eigentlich wollte ich für dieses Video geschminkt sein, damit man mich auch im direkten Vergleich geschminkt von vor ein paar Jahren und jetzt sieht. Aber ich hätte gerne Zeit. Ich versuche dieses Video gleich noch zu schneiden, damit das heute noch online kommt. Heute ist Montag. Auf jeden Fall habe ich letztens ein paar Videos gelöscht. Es ist auch einigen von euch aufgefallen. Also ein paar haben mir geschrieben. Kann es sein, dass das ein oder andere Video fehlt? Ja, das kann sein. Ich habe, glaube ich, 150 Videos oder sowas privat genommen. Als ich so am Aussortieren war vor ein paar Wochen, ist mir da ein Video in den Blick gekommen, wo ich dachte, ach, auf dieses Video würde ich gerne reagieren. Ich würde dieses Video mir gerne nochmal angucken. Ich habe es noch nicht getan bis dato. Ja, das war, glaube ich, einer meiner ersten Videos. Ah, da. Oh mein Gott. Bucketlist 2015. Moin. Okay, das Video geht nur 9 Minuten. Ich bin sehr gespannt, wie ich da aussehe. Moin. Ich bin gespannt, was ich da alles sage. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was ich da gesagt habe. Ich fand es mega cringe irgendwie, aber auch voll witzig, wenn ich da jetzt gesagt hätte, boah, mit 25, 26 will ich schon verheiratet sein, Kind oder so ein Riss. Das wäre schon crazy. Aber ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was ich da gesagt habe. Und vor allen Dingen bin ich super gespannt, ob ich Sachen, die ich dort gesagt habe, schon erreicht habe. Oh, dieses Video muss ich auch dazu sagen, ist 8 Jahre alt und hat 1109 Aufrufe und 93 Daumen hoch. Also das heißt, das Video kennt auch eigentlich keiner. Ich habe das am 01.01.2015 hochgeladen, funny. Let's go. Hallo Leute, ich habe heute wieder ein neues Video für euch. Und zwar ist heute Silvester und ich hatte vor, euch meine Bucketlist vorzustellen. Und ja, wundert euch nicht, wenn ich sage nächstes Jahr, weil wir noch den 31. jetzt heute haben. Aber für euch wird es halt, wenn ihr das Video seht, schon 2015. Also erstmal, ich sehe aus wie eine Sekretärin. Ich finde sogar, ich sehe da irgendwie in dem Video älter aus, als ich jetzt aussehe. Ich finde das krass, da hatte ich ja meine Lippen noch nicht aufgespritzt. Man sieht doch einen krassen Unterschied zu jetzt. Guck mal, jetzt sind meine Lippen sogar ungeschminkt und ich finde, die sehen, man sieht einfach, dass meine Oberlippe, ich denke die ganze Zeit, das ist gar nicht da drin, weil es ist schon über ein Jahr her, seit ich die das letzte Mal aufgespritzt habe und das war auch nur voll wenig. Aber man sieht doch einen Unterschied zu komplett unbehandelten Lippen und zu behandelten oder bereits behandelten Lippen. Meine Augenbrauen waren eine absolute Katastrophe und auch diese Brille war eine absolute Katastrophe. Ganz gut vielleicht, dass ich mich doch nicht geschminkt habe, weil so habe ich jetzt auch meine Brille an. Ja, ich rede da auch komisch und diese Statement-Kette, oh mein Gott, die waren früher so in bei Primark. Dann so mein Zimmer im Hintergrund, wie das aussieht. Moin. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was ich da sage. Ich beginne mal mit meinem ersten Punkt und zwar ist das zum Arzt gehen. Ja, ich hasse Ärzte und Krankenhäuser und alles drum und dran. Aber dieses Jahr war für mich irgendwie, ich war so oft krank. Gestern habe ich auch die ganze Nacht geheult, weil ich so Bauchkrämpfe und Rückenschmerzen hatte. Mir geht es immer noch schlecht jetzt gerade, aber ich meine, wir haben jetzt genau 19 Uhr und gleich ist das neue Jahr und das möchte ich nicht im Bett verbringen, wollte ich auch nicht im Krankenhaus verbringen oder sonst was, deswegen habe ich mich jetzt einfach mal auf... Ich kann mich erinnern, welches Silvester das war, ach du Scheiße, wie alt war ich denn da vor 8 Jahren? Ich war da 18, glaube ich. Deswegen ist mein erster Punkt wirklich zum Arzt. Ja, oder? Ja. Mich durchchecken lassen, weil sowas kann ja ganz viele Gründe haben, warum einem schlecht ist, warum man... ja, Übelkeit hat oder Bauchschmerzen oder sonst was. Was laber ich da eigentlich? Werde ich das machen. Und ich hoffe schon nächste Woche, damit es mal vom Tisch ist, das Thema. Wahrscheinlich habe ich das niemals gemacht und ich mache es auch immer noch nicht. Nächster Punkt ist, was eigentlich auch damit einhergeht, meine Ernährung umzustellen. Was heißt umstellen? Ich möchte einfach gesünder leben. Standard. Das sagt ja jeder, ich möchte Sport treiben, ich möchte mich gesund ernähren. Aber mir ist einfach dieses Jahr so oft klar geworden, dass Gesundheit das Wichtigste im Leben ist, wirklich, weil... Mir ging es noch nie so oft schlecht wie in diesem Jahr, also wie im Jahr 2014. Und deswegen musste ich einfach was an meiner Ernährung verändern. Ich kann... Also da muss ich sagen, ich bin lecker jetzt. Ich glaube, im Vergleich zu da habe ich das auf jeden Fall geschafft. Ich will ja jeden Tag Fastfood essen. Okay, Wasser, ich trinke eigentlich nur Wasser, aber ich muss auch viel, viel mehr trinken und mich auch mehr bewegen. Einfach nicht, um schlank zu sein oder abzunehmen oder sonst was, sondern für die Gesundheit. Weil Bewegung ist wichtig für... die Organe, für alles einfach. Deswegen möchte ich das auf jeden Fall auch anstreben, damit ich mich einfach gesünder fühle, lebendiger fühle, fitter fühle. So, ein weiterer Punkt ist, dass ich mehr Motivation für mein Leben finden möchte und mehr Ziele verfolgen möchte, weil da habe ich einfach erzählt, dass ich keine Motivation mehr habe für die Schule, aber auch für mich selbst. Und das war halt dieses Jahr wirklich sehr, sehr stark, dass ich mich einfach selber immer hängen gelassen habe. Ich saß einfach auf meinem Bett oder ich lag auf der Couch oder keine Ahnung, und konnte mich nicht aufrappeln, irgendetwas zu tun. Also ich hatte nicht mal Bock, mich zu schminken oder sonst was und auch keine Lust, Videos zu drehen. Ist immer noch so. Nach 8 Jahren hat sich nichts in meinem Leben verändert. Ich habe mich auch gar nicht verändert. Deswegen möchte ich halt wirklich mehr Motivation finden und auch Ziele finden, die ich anstrebe,
und die ich verwirklichen möchte. Weil ich finde, irgendwie so ziellos durchs Leben zu laufen, ist halt irgendwie nichts für mich. Das ist irgendwie voll scheiße. Ein weiterer Punkt ist dann auch bezüglich YouTube, dass ich einfach mehr Zeit und Geld, wollte ich sagen, jetzt Zeit, Liebe und Kraft und einzelne YouTube-Videos reinstecken möchte. Also bisher sind alle Ziele, die ich da hatte, auch immer noch meine Ziele. Lecker. Ja, mich hat gestern wieder jemand unbekannt angerufen und mich in dem Sinne verarscht, was die Videos und sowas angeht. So, wann ist dein nächstes Fan-Treffen? Oha. Vor ein paar Tagen habe ich noch darüber gesprochen, wie schlimm die Zeit eigentlich damals war. Wirklich, ich wurde ja extrem gemobbt und ich wurde richtig verarscht jedes Mal und sowas. Aber das habe ich schon voll verdrängt und voll vergessen. Ich habe ja auch extrem Alzheimer. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, Alter, dass ich einfach so anonym angerufen wurde. Und das waren Zeiten, Alter. Aber das ist mir scheißegal, weil ich liebe euch. Und wir sind übrigens jetzt über 3000 Abonnenten, was mich total freut. Also danke. Ja, deswegen möchte ich einfach, dass es so weitergeht und wirklich mehr Zeit in Videos investieren. Und ja, dafür brauche ich aber für den Punkt davor Motivation. Ja, mal gucken, ob ich die nächstes Jahr bekomme. Ein weiterer Punkt auf meiner... Also seit 8 Jahren mache ich das. Bin immer noch dabei. Einfach, ich hatte da 3000 Abonnenten. Das ist so krass. Bucketlist ist, dass ich ein Versprechen erfüllen möchte, was ich letztes oder was ich jemals gegeben habe. Also wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber... Mir fällt jetzt spontan auch nur eine Sache ein. Ja, das möchte ich auf jeden Fall machen. Ich habe da sowas ganz Bestimmtes im Kopf. Und dafür muss ich mich wirklich mal auf den Hintern setzen. Ein bisschen Geld sparen und... Ich glaube, ich weiß was. Glaube ich. Was sage ich dann noch? Dann kann ich das auch machen. Das möchte ich wirklich im Jahr 2015 erledigen. Weil das ist was Gutes für die Person. Und ja, das würde mich, glaube ich, auch richtig glücklich machen. Love Language Geschenke, sage ich nur an der Stelle. Und dann glücklich zu sehen und einfach die Freude so in den Augen zu sehen. Deswegen... möchte ich das auf jeden Fall abhaken. Ich weiß, was das war. Ich glaube, ich weiß, was es war. Und zwar, meine Mama liebt ja Fotografieren. Und ich hatte ja auch damals für YouTube, meine erste Kamera war halt so eine Fujifilm für 70 Euro oder sowas. Und die Qualität damals war halt leider miserabel. Aber trotzdem, besser als keine Kamera. Und ich wollte ihr eine Spiegelreflexkamera holen. Habe ich auch im Endeffekt. Ich glaube, damals habe ich für die entweder 250 oder 450, ich glaube sogar nur 250 Euro ausgegeben, aber das war für mich damals so viel. Ich habe ja auch mit YouTube gar kein Geld verdient und so. Deswegen, ja, meine Mutter hat sich auch sehr gefreut. Ich glaube, das war das. Ein ganz simpler Punkt, ich möchte mein Abitur schaffen. Habe ich gesagt? Ist scheißegal wie, Hauptsache ich habe das endlich, ey. Also wie gesagt, die Leute, die das Video zu der Schule, zum Thema Schule gesehen haben, wissen Bescheid. Es ist mir wirklich egal, Hauptsache ich habe es in der Tasche und dann ist vorbei. Dann ein weiterer Aspekt ist, ich möchte lernen, mit Geld umzugehen. Ja, es klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen komisch, aber ich kann einfach gar nicht mit Geld umgehen. Sobald ich Geld habe, gebe ich es direkt aus. Vielleicht kann ich es mal einen Monat bei mir behalten, aber... Ich würde sagen, ich kann mit Geld umgehen. Ich gönne mir zwar mal mehr, mal weniger, aber ich kriege mein Leben auf jeden Fall gedeichselt. Es gab auch schon Phasen, wo ich sag mal so, vielleicht Geld sparen ist nicht so mein Ding. Aber mit Geld umgehen würde ich sagen, schon. Weil ich weiß ganz genau, was ich damals meinte. Ich habe meinen Lohn bekommen von der Ausbildung. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht mal... Nee, da habe ich ja noch gar nicht meine Ausbildung gemacht. Aber auch darüber hinaus, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, wo ich meinen ersten Lohn bekommen habe. Das waren damals 600 Euro oder sowas. Ich habe nach 2-3 Wochen hatte ich gar kein Geld mehr. Dann muss ich immer so eine Woche vor Ende des Monats meine Eltern nach Geld fragen. So 50 Euro, 100 Euro, kannst du bitte geben? Dann habe ich mir das immer von denen geliehen und denen dann direkt, wenn mein Gehalt kam, wieder zurückgegeben. Und das irgendwie jeden Monat. Das ist dann später nicht mehr so gewesen, vor allen Dingen, seit ich ausgezogen bin. Deswegen, man lernt erst richtig mit Geld umzugehen, wenn man auszieht, ist Fact. Weiß ich, ich habe irgendwie so einen Kaufverlangen. Es ist jetzt keine Kaufsucht oder so, aber ja, schon. Es macht einfach richtig viel Spaß, Geld auszugeben. Noch nicht mal, wenn es für mich ist, also es muss nicht unbedingt was für mich sein. Allgemein Geld ausgeben, das ja. Macht einfach richtig Spaß. Und ja, ich weiß nicht, wie ich später alleine zurechtkommen soll, wenn ich alleine wohne, wenn ich dann am Anfang des Monats Geld bekomme und das ausgebe und dann... lebe ich unter der Brücke oder so, das geht ja nicht, deswegen geht ja nicht. Muss ich das auf jeden Fall lernen. Dann ein nächster Punkt ist auch, dass ich an mir selbst arbeiten möchte. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir ist das so, dass ich bestimmte Charaktereigenschaften an mir nicht gut finde und die mich einfach jedes Mal aufs Neue aufregen und wo ich das einfach selbst bereue, wenn ich irgendetwas getan habe. Und das möchte ich einfach im nächsten Jahr auch lernen, das zu kontrollieren. Ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, wovon sie da spricht. Hätte man mir das damals schon gesagt. Arbeite stetig an dir, versuch es wirklich weiter, aber du bist so, wie du bist. Du kannst auf jeden Fall versuchen, an dir zu arbeiten, aber du wirst dich nie komplett verändern. Beziehungsweise, wie süß ich das ausgedrückt habe mit dir, ja, nächstes Jahr will ich das auf jeden Fall schaffen, mäßig. Das ist ein
ständiger Prozess. Das ist nicht in einem Jahr erledigt. Du kannst nicht Charaktereigenschaften, wie du nun mal bist, wenn du aus Emotionen heraus etwas tust oder Emotionen gesteuert bist, sage ich mal, kannst du nicht einfach sagen, ja, nächstes Jahr will ich das ändern oder daran arbeiten, dass das weg ist oder wie auch immer, das funktioniert nicht. Jeden Tag mein Daily Struggle in so vielen verschiedenen Situationen, mich zu kontrollieren und süß, süß, dass ich dieses Ziel hatte. Und das irgendwie zu ändern. Man kann eine Person so krass nicht ändern, man kann sich auch selbst nicht so krass verändern, aber wenigstens ein bisschen eingrenzen, also eingrenzen. Eingrenzen? Ja, zum Beispiel, wenn eine Person eifersüchtig ist. Okay, ich bin auch eifersüchtig, aber mir fällt jetzt nichts Besseres ein. So eine Person ist richtig stark eifersüchtig. Eifersucht kann man auch nie ganz abstellen. Ich glaube, ich werde auch nie meine Eifersucht wegbekommen können, keine Ahnung. Aber dann wenigstens eingrenzen. Also wirklich daran versuchen zu arbeiten und ja. Eifersucht und vermindern. So. Und bei mir gibt es halt auch so eine ganz bestimmte Sache, die ich einfach Welche Sache? mal Welche? anbringe und ja, die Welche? möchte ich irgendwie schaffen, abzuschaffen oder zu vermindern oder egal. In ziemlich vielen Situationen mich das immer wieder so einholt, dass diese Charaktereigenschaft einfach an mir existiert. Und das hasse ich. Ich weiß nicht, ob ihr Welche? wisst, was ich meine. Ich hoffe mal, ich habe es gut erklärt. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob andere Leute das auch haben, dass man irgendwas an sich selbst überhaupt nicht mag. Ja. Aber ja, bei mir ist das halt so. So, und mein letzter Punkt ist auch schon, dass ich zum Video Day gehen möchte nächstes Jahr. Weil ich wollte da schon dieses Jahr, also 2014, hingehen. Und 2013 habe ich ja erst frisch mit YouTube angefangen. Aber da habe ich mir das auch schon so ein bisschen überlegt. Aber halt dieses Jahr, 2014, wollte ich. Ich war auf den Video Days. Das war's? Mehr Ziele hatte ich nicht. Weil alle YouTuber, sag ich mal, in meiner Abonnentenkategorie haben halt erzählt, dass es so viel Spaß gemacht hat, dass man so viele andere YouTuber kennengelernt hat. In meiner Abonnentenkategorie 3000 Abonnenten. Süß. Ja, ich will das einfach auch. Ja, und das war's dann auch Oh. schon von meiner Bucketlist. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch so für das Jahr 2015 vorgenommen habt. Und ja, wer weiß, vielleicht mache ich ja auch im Jahr 2016, Gott, wie sich das anhört, Jahr 2016 ein Video, in dem ich euch erzähle, ob ich das geschafft habe alles. Oder im Jahr 2023. Nochmal vielen Dank für die 3000 Abonnenten, mittlerweile sogar schon fast 3100. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bin leicht enttäuscht, muss ich dazu sagen, weil ich dachte, jetzt kommen so voll die krassen Sachen und so. Ich war mega boring irgendwie und hatte gar keine Ziele in meinem Leben. Ja, das Video ist eine einzige Enttäuschung, habe ich gemerkt. Entweder das waren Sachen, die ich mir vorgenommen habe, die so allgemein sind, wo man eh, das sind so die Ziele jedes Jahr, Jahr für Jahr, so gesunde Ernährung, Sport, dies, das, mehr Motivation fürs Leben und das waren so generell so allgemeine Sachen, außer das mit den Video Days und da bin ich tatsächlich im nächsten Jahr hingegangen. Das war das erste und einzige Mal. Oder war das 2015? Nein, das stimmt gar nicht. Ich war 2015 nicht auf den Video Days. Nein, da war ich nicht 2015. 2016 oder 2017 auf den Video Days. Mit Anik damals. Ich muss das kurz nachgucken. Ja, aber das müsste 2017 gewesen sein. Aber krass, ich dachte, da kommen jetzt so voll Sachen, die mich schockieren oder so richtig konkrete Dinge, aber habe ich gar nicht gemacht. Aber das Video hat auch kein Mensch gesehen, einfach nur 1000 Leute. Das Video kam jetzt auch voll random, so Bucketlist. Bucketlist ist gar nicht so gerade Thema, weil sowas kommt ja immer gegen Ende des Jahres. Ich habe ja auch letztes Jahr einen Style Talk gemacht, was so meine Ziele für dieses Jahr sind. Das ist, glaube ich, sowas, was man immer gegen Ende des Jahres tut. War trotzdem irgendwie ganz lustig, da reinzuschauen in so ein altes Video von mir, in so ein richtig altes Video. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Es war ein süßer Eindruck, weil solche Videos existieren von mir gar nicht mehr. Guck mal nochmal ganz schnell zum Schluss des Videos, was denn so mein erstes Video ist, was ihr aktuell auf meinem Kanal sehen könnt. Okay, das erste Video ist aber trotzdem vor 7 Jahren mit Melinda, weil das Video so süß war. Das ist das erste Video, was auf meinem Kanal ist. Ich habe mir das letztens nochmal angeguckt, das war genauso cringe, also macht keinen Unterschied. Und wie witzig, das 2, 3, 4, das fünftletzte Video von mir auf meinem Kanal ist Umstyling meiner Schwester zum Anime-Girl. Das habe ich mir auch letztens angeguckt, irgendwie voll süß gewesen. Und ja, am Donnerstag steht wieder so ein Umstyling an mit Kerstin. Und das ist voll krass, weil das Video ist halt 6 Jahre alt. Und jetzt machen wir sowas wieder. Ja, ich nehme euch auf jeden Fall auch mit. Okay, es ist sehr windig und mein Müll. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Ciao.